So, willkommen. Ich habe ein neues Unboxing und zwar das von Firemaster Feuerwerk. Und dann mache ich das direkt mal auf. Und da bin ich mal gespannt, ob in diesem kleinen Paket alles drin ist, was ich bestellt habe. Na komm schon. Ah, ist es offen? Ja, es ist offen. Okay. Tüten, ich habe eher auf Packpapier gehofft. Sag mal. Hier kann aber nicht viel drin sein. Ach. Das ist ja jetzt ein Ding. So, also ich muss erstmal Cut machen und das mal überprüfen. Mir fehlt noch die Hälfte. Also ich bin jetzt etwas schockiert, weil es ist eigentlich alles da, bis auf die China-Böller D, Öko-Böller. Da haben sie mir ganze 2 Schinken berechnet. Hier 2-mal Schinken, 13,96 für insgesamt 27,92 € und bekommen habe ich 2 Päckchen. Also da muss ich mich jetzt nochmal an Firemaster Feuerwerk wenden und das mal klarstellen. So, ich habe noch eine E-Mail an Firemaster Feuerwerk geschrieben und ich hoffe, das klärt sich noch. Und jetzt nochmal kurz eine Übersicht. Hier Pyrokracher 16 Mal, dann Meteoriten im Blister, Original, Klasse 2. Dann Schwärmer A von Komet. Dann die Harzer V-Knaller 2-mal, Risa Wunderkerzen 10 Stück. Dann hier Goldregen Mittel von Nico. Flitzefeuerstein, Weko. Dann habe ich hier, wie gesagt, diese 2-mal China-Böller D Päckchen anstatt der Schinken. Und dann ein Moog römisches Licht, 15 Schuss. Die Nico Pyroetten im Beutel. Silvesterfontäne von Komet. Pyrocracker Black Cat Label. Dann Drängenbänger Label. Und von Bo Peep die Firecrackers. Gut, das war's erstmal und dann tschüss.